Hi Freunde und herzlich willkommen, hier bei Archi Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es noch einen SBC-Corner, Samstag, es ist kurz nach 19 Uhr. Doch heute gibt es mal wieder ordentlich was an Content. Ey, hört nicht auf, wir haben wieder einen neuen Mini-Release, neue Karten in Packs verfügbar, Freunde. Wir haben neue Upgrade-SBCs, wir haben neue Spieler-SBCs und das nicht gerade wenig. Und außerdem die Basis-Icon-Upgrade-SBC. Alles gemeinsam, wir gehen rein in die Ziele, wir gehen rein in den Store. Schau uns heute alles kompakt hier, komprimiert in diesem Video an. Lädt euch zurück, also Abfahrt. Und bevor wir rein starten, immer eine kurze Rede an euch. Ihr könnt sehr, sehr gerne Liebe da lassen. Ich kurz hier eine Sekunde Zeit. Daumen nach oben da. Lasst mich extrem unterstützen. Falls ihr neu sein solltet, lasst gerne kostenlos auch ein Abo da. Auf dem Weg Richtung 60.000 Abonnenten. Und auch gerne für den Algorithmus einen Kommentar hinterlassen. Am besten mal mit eurer Meinung zum heutigen SBC-Content und euren besten Packpulls seit Black Friday. Ja, und damit lädt euch jetzt wirklich zurück, Freunde. Holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken. Wir haben wirklich viel zu bequatschen. Wir haben gleich einige Packs zu öffnen. Wir haben einige Upgrades zu öffnen und auch Basis-Icon-Upgrades natürlich am Start. Wollen wir erstmal in aller Ruhe anfangen, und zwar mit der Tagesanmelde-Upgrade-SBC. Die sollten wir auf jeden Fall alle nicht vergessen. Ein Bronze-Spieler ist abzugeben, Freunde. Nehmt das mit, das Goldpack zum einen. Wir machen gleich noch weitere Packs natürlich auf, Freunde. Und ja, natürlich nicht zu vergessen, wir werden natürlich auch, und zwar in die Upgrades gehen. Und da ist unter anderem mit dabei die Basis-Icon-Upgrade Squad-Building-Challenge. Achtung, dreimal wiederholbar. In 3 Tagen refresht sich das Ganze und läuft ab in 6 Tagen insgesamt mit 2 Segmenten. Und jetzt Achtung, ein 86er Team of the Week und ein 87er gerateter Squad für eine Basis-Icon, die wir hier ziehen können. Aber ich kann euch direkt schon mal eins vorweg sagen und damit gehe ich euch, nehme ich euch mal kurz mal mit, und zwar hier auf dem folgenden Screen. Wir haben auch mal wieder heute eine neue Icon. Gestern war es Figo und andere Icons, die ja sowieso gekommen sind. Und jetzt ist es wieder ein weiterer Mini-Release, genauso quasi wie gestern Abend es der Fall war, mit Garcias. Wir haben Little am Start von Arsenal, wir haben Ansu Fati dabei, wir haben Sigankov, wir haben Gomez von Liverpool mit dabei als Mini-Release. 5 weitere Optionen und eine von den wunderbaren SBCs, die wir uns gleich anschauen, ist Depay. Und warum das natürlich eine maximal wilde Nummer ist, das zeige ich euch natürlich jetzt sofort. Ja, also, Basis-Icon-Upgrades warten gleich auf uns. Aber bevor wir damit gleich weitermachen, Freunde, gehen wir erstmal zu der nächsten Flash-SBC. Wenn ihr das Video vor Mittag gesehen habt, da habe ich euch Bescheid gesagt, das Saint-Maximin war ja seit gestern, ich glaube, 21 Uhr am Start oder 20 Uhr, wann war es? Es war 21 Uhr tatsächlich. Und zwar Oscar. Ja, das heißt, im Umkehrschluss, der müsste theoretisch auch noch da sein. Ich habe ihn abgeschlossen. Wir gehen mal kurz hin, ob er hier hinten noch dran ist. Genau, Alassane Maximor, 1 Stunde 41 Minuten. Der war am Start mit jeweils 2 Segmenten. Ein 83er Grader Squad und 84er Grader Squad. Ich persönlich habe ihn gemacht. Ja, der ist nur 24 Stunden da. Und jetzt haben wir eben so eine Flash-SBC mit Oscar nochmal. Auch der ist jetzt sozusagen 24 Stunden da und eben von, ja, 19 bis 19 Uhr morgen am Start. Rückblick Oscar, den wir am Start haben mit 5-Star, 3-Star, Hoch- und Mittelarbeitsraten, ZOM, ZM und linker Flügel. Und dann mit diesen Stats. 97 Beweglichkeit, was da herausragt, und vor allen Dingen auch die 96er Ausdauer. Also eine junge Rückblick-Flashback. Oscar-Karte mit insgesamt 7 Spielstilen. Angeschnittener Schuss haben wir dabei, runder Ball haben wir dabei, Weiterpass, wir haben entscheidender Pass. Außerdem dabei Technik, wir haben First Touch und Trivella, darf natürlich auch nicht fehlen. Und apropos neue Sachen, Freunde, wir haben auch heute neue Evolutions. Also, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören und wo ich anfangen soll. Viele haben auch gestern schon in die Kommentare geschrieben, Freunde, was ist bei EA los? Aber es ist halt um Black Friday rum und die Tage bis Cyber Monday quasi, bis Montag, es wird so weitergehen. Es wird so weitergehen, es kommt so viel raus, aber dafür bin ich ja da, um da ein bisschen, ja, Übersicht für euch reinzubringen in das Ganze und eben, ja, dass ihr da durch den ganzen Dschungel quasi mal ein bisschen Überblick bekommt. Oscar am Start und ich finde, das ist eine SBC, die auf jeden Fall ein dickes Muss ist, weil wir halt ein Brasilianer und einen 82er Graden Squad abgeben müssen. Und das, meine Freunde der Sonne, das ist auf jeden Fall ein Win. Also ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber das ist günstig. 8, 9K, keine Ahnung, kann man easy ercraften in eben 24 Stunden jetzt am Start. Maximal günstig, und das ist natürlich ein absoluter Win. Mit dabei außerdem 2 weitere Upgrades, 80 plus Doppel-Upgrade, heute neu rausgekommen, Freunde, unendlich wiederholbar, 5 Tage mit am Start und wir müssen abgeben, 9 Spieler, alle davon Gold und ein Seltener muss mit dabei sein. Außerdem,
und das finde ich relativ nice, ein Player-Pick. 78 plus Player-Pick, unendlich wiederholbar. Und auch der ist mit dabei, da habe ich mal was vorbereitet. Und zwar 5 Spieler müssen wir dann abgeben. 4 Non-Rare oder können Non-Rare sein. Und einer muss auf jeden Fall mindestens selten sein. Und dafür geben wir eben diese 5 Spieler mal sehr, sehr gerne ab. Da kann man auf jeden Fall mehr reingehen. Wir werden wahrscheinlich gleich noch in weitere reingehen. Nicht nur in die Base-Icon-Upgrade-Geschichte, sondern natürlich auch in die Upgrades, die heute neu gekommen sind. Ja, ihr seht es jetzt hier, Freigang. Ich glaube, ja, wir gehen hier mit Bastial. Freigang habe ich tatsächlich untrade, dann können wir mich nachher, weil ich habe auch einige Packs auf jeden Fall, die wir dann direkt gleich öffnen können. Das zum einen, wir gehen natürlich auch gleich vielleicht rein in die 83x10er, die refresht sich ja jetzt immer daily. So, raus aus den Favoriten, haben wir hier Memphis Depay, auch heute neu im Start. Das ist natürlich interessant, weil wir Frenkie de Jong eben bekommen haben, der ebenfalls La Liga ist, der ebenfalls Holländer ist und eben da natürlich perfekt linkbar dann mit einem Depay ist. Und das ist natürlich eine absolut wilde Nummer, die wir da am Start haben. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was jetzt diese Pi-Karte kosten soll. Gehen wir erstmal von vornherein drauf ein, was hat er denn? 5-stellige Spezialbewegung, 3-stellige Fuß, hohe Arbeitsraten. So, dann Mittelstürmer, Stürmer, linker Flügel. Atletico Madrid Link, mega gut, La Liga, Niederlande sowieso. Gerade mit De Jong, den wir jetzt am Start haben. Und, wie ihr wisst, Freunde, welchen Holländer habe ich gezogen? Richtig. Wir haben natürlich gestern Cruyff gezogen als Thunderstruck Icon. Also insofern, klar brauche ich jetzt gerade auf der Stürmerposition theoretisch einen Depay nicht. Ich könnte ihn als linken Flügel beispielsweise spielen oder mit Just for Fun. Also ihr seht, De Jong mache ich natürlich ready. Aber erst, ihr seht es, 2 Wochen am Start. Und ich denke, ich werde mir einfach beide Holländer aus Prinzip jetzt holen. Ja, wenn ich jetzt Cruyff gezogen habe, sind die beiden eigentlich Pflicht. Lasst mich aber auch mal dazu wissen, auf jeden Fall. Aber De Jong werde ich definitiv ready machen, weil der mit seinen Upgrades nice aussieht. Und Depay natürlich, wie gesagt, auch eine Live-Karte, könnte dann relativ nice aussehen. Ihr seht schon, was er da am Start hat. Und dann, wenn man sich denkt, da kommen noch die ein oder anderen Upgrades drauf, warum nicht, ja? Also, ein Sieg eben aus den nächsten 4 heimischen Ligaspielen, ein Inform-Upgrade, 2 normale Spielziele bei 2 Siegen und bei 3 Siegen noch ein weiteres Inform-Upgrade. Könnte nice werden, die 89er Graded-Karte. Maybe, maybe not, also könnte gut werden. Power-Schuss Plus bringt er mit und dann noch hier weitere 4 Spielstile, Flair, First Touch, Technik und auch hier darf natürlich Trivella nicht fehlen. So, was müssen wir denn abgeben jetzt in den 2 Wochen? 85er. 86er und okay, ich bin überrascht, dass wir kein Team of the Week. Ist das ernsthaft so? Müssen wir kein Team of the Week abgeben? Okay, das ist auf jeden Fall mal interessant. Aber ich sage euch ehrlich, ähnlich wie bei Frenkie de Jong, craftet diese SBC einfach nebenbei. Also, wenn ihr mich gestern gefragt hättet, dass ich jetzt heute schon 2 von den 30 Bänden ready habe, hätte ich nicht gedacht. Aber es ist so easy durchs Craften, durch die ganzen Upgrades, die jetzt am Start sind. Ihr hilft uns dann natürlich extrem weiter. Und apropos Crafting, es wird morgen ein separates Video kommen zum Ligen-SBC-Grind, beziehungsweise zur Ligen-SBC-Methode. Wie ich das anwende, wie es funktioniert, das zeige ich euch morgen Mittag in einem separaten Video. Wird wahrscheinlich um 13 Uhr online kommen. Und dann natürlich wie jeden Tag sowieso der 19 Uhr-Content. Aber falls ihr da Interesse habt, wie crafte ich jetzt gerade speziell zum Black Friday oder zu den ganzen SBCs, die jetzt da sind, Flash-SBCs im Sinne auch von Spieler-SBCs wie jetzt Oscar oder mit Saint Maximin, die dann innerhalb von 24 Stunden ready gemacht werden müssen und so weiter und so fort, wie Kylian Mbappé oder im Endeffekt jede SBC, Spieler-SBC oder whatever, was ihr auch immer machen wollt, im Endeffekt, ja, für Nulltarif machen könnt, immer und immer weiter craften, zeige ich euch morgen in einem Bonusvideo, schaltet da auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein, wird auf jeden Fall wichtig. Aber Memphis Depay würde ich nicht auf Vollfilm komm raus in der nächsten halben Stunde machen, darauf will ich hinaus, sondern nutzt natürlich auch effektiv diese 2 Wochen, die am Start sind, denn, und da kommen wir jetzt hin, während dieser Promo, zeige ich euch gleich auch noch, haben wir einige SBCs, die noch kommen. Ob das eine Ballack-SBC beispielsweise ist oder. Da ist ja schon vieles, was schon auch geleakt worden ist. Wir werden gleich kurz nochmal drauf eingehen. Und das solltet ihr am besten auch immer im Hinterkopf haben, dass natürlich auch weitere SBCs kommen. Und insofern die volle Zeit, wo die SBC auch da ist, die Zeit am besten dann auch nutzen. Aber Memphis Depay ist auf jeden Fall schon am Start. Auch wenn es erstmal grundsätzlich teuer aussieht, können wir gleich weiter detailliert drüber bequatschen. Also, wir halten fest, wir haben Depay, wir haben Oscar am Start. Wir haben die beiden Upgrades mit 78 Plus Upgrade und 80 Plus Doppel Upgrade. Wir haben die Base-Icon-Upgrade-Geschichte und Black Friday Challenge 2 mit einem seltenen Gold-Pack am Start.
Und die müssten wir hier bei den Challenges finden. 23 Stunden ist sie da, ein seltenes Goldpack. Und das holen wir uns jetzt gemeinsam ab. Ja, und da müssen wir Folgendes abgeben bei dieser SBC. Maximal 4 aus derselben Liga. Das heißt, im Idealfall geht ihr hier, wie ich jetzt in dem Fall, mit einer Nation. Ich bin jetzt in dem Beispiel hier mit Argentinien gegangen, habe auch die kompletten 33 Teamspiele voll, weil wir eben eine Nation komplett durchgezogen haben. Gucken, dass eben auch nicht zu viele aus der gleichen Liga dabei sind. Maximal 3 aus einem Verein. Mindestens 4 Goldspieler müssen dabei sein. Ich bin jetzt einfach all-in gegangen, denn wir haben hier keine Voraussetzung an Rating. Mindestens Silber ist hier die Voraussetzung. Das ist auch natürlich hier gegeben. Und mindestens 5 müssen davon selten sein. 27 Teamspiele müssen dabei sein. Also einfach auf eine Nation gehen, in einer Nation gerne bleiben. Hier und da vielleicht noch Untrades abgeben natürlich. Aber solltet ihr auf jeden Fall in eurem Squad drinne haben, in eurem Verein, ready to go. Black Friday Challenge 2, Flash SPCs, müsst dann gucken, 20 Uhr, 21 Uhr, was jetzt die nächsten Tage oder Zeit kommt in den nächsten Stunden. Kann auch sein, dass wieder um 20 Uhr neue SPCs kommen, etc. pp. Und so weiter und so fort. Und wo ich das gerade sage, ich habe es heute Mittag auch schon mal im Video erwähnt, ich gehe nochmal kurz drauf ein, und zwar haben wir es jetzt hier in den Upgrades drin. Wir haben folgende SBC auch bekommen, falls es nicht bekommt, um 20 Uhr gestern, nämlich diese Kampagne Mix Player Pick Geschichte. Das ist die, die ja schon lange geleakt worden war. Die ist gestern um 20 Uhr einfach so out of nowhere gekommen. Seht ihr jetzt noch in 30 Minuten, refresht sie sich. Gleich haben wir 7:30. Und das ist, wie gesagt, der Fall. Die ist da. Vielleicht ist er doch schon reingegangen. Die aber, wie gesagt, gestern um 20 Uhr neu gekommen. So, das aber jetzt erstmal zum SBC-Content und dann nehme ich euch direkt mal mit und zwar zu den Evolutions. Wie gesagt, heute Mittag ein separates Evolution-Video gekommen und zwar zu diesem Stärkungsding. Und wir haben jetzt neu am Start und zwar eine Pay-Geschichte, Powerschüsse. Ja, Powerschüsse, 150.000 Münzen kostet die, beziehungsweise 1.500 FC-Points. Und da können wir und zwar von einem Stürmer-Profi eben ihn verbessern. Mit eben First Touch und Powerschuss. Insgesamt haben wir folgendes, und zwar bei Level 1 ein Schuss-Upgrade, Passspiel, Dribbling, Physis, Spielstil, First Touch. Dann bei Level 2 plus 2 Schuss, Passspiel plus 1 auf die Physis, Spielstil, Powerschuss und plus 1 Tempo. Und dann bekommen wir bei Level 3, und zwar 2 Tempo, 2 Schuss, 1 Physis, 1 Schwarzfuß-Upgrade und 1 Dribbling. Also, die Coins werden sich definitiv lohnen, das können wir schon festhalten. Und machen dafür hier Spiele 5 Partien, gewinne 3, erziele dann hier in Squad Battles 5 Tore und eben Spiele 5 Partien, Rivals, Champs, wisst ihr Bescheid, mit einem aktiven Evo. Gewinne 4 Partien, gewinne 3 Partien und das eine oder andere könnt ihr natürlich dann auch kombinieren mit den jeweils unterschiedlichen Aufgaben. Ihr seht aber natürlich, ja, für das, was er dann ausgibt, man sieht es sozusagen im Endeffekt so ein bisschen wie als SBC, lohnt sich es für 150.000 Münzen für Spieler XY auszugeben, für Powerschüsse, ja, nein. Und wenn ihr das mit Ja beantwortet, dann bekommt ihr auf jeden Fall ein heftiges Upgrade. Hier jetzt als Beispiel haben wir den Team of the Week von Mikaudaze am Start zum Beispiel. Und wir können jetzt mal kurz in die Vorschau gehen, wer da mit dabei ist. Und das finde ich relativ nice. Wir haben hier zum Beispiel Boniface am Start. Wir haben Jimenez, die POTM-Karte, mit dabei. Ein Orsic, den wir in den Teamgutlagen holen konnten. Boniface finde ich beispielsweise sehr, sehr nice. Gucken wir uns gleich vielleicht auch mal über Footbin oder FootGG an. Aber ihr seht das jetzt mal beispielsweise in meinem Squad schon aktuell drin. Sind wieder Top und auch Flop-Sachen und Spieler mit dabei. Wenn ihr da ein separates Video haben wollt, lasst mich das auf jeden Fall mal sehr, sehr gerne wissen in den Kommentaren. Dann werde ich vielleicht morgen noch als drittes Video sozusagen ein separates Powerschüsse-Video zu den Evolutions bringen, wer der Beste sozusagen zum Wählen bei dieser Aufgabe ist. So, das aber kurz zu den Evolutions und dann kommen wir als nächstes zu den Zielen. Ist da was Neues, ey, oder wie sieht es aus? Also, im Pro-Tab natürlich noch nichts Neues, wird dann wahrscheinlich ab Montag kommen, ab 27. Dann haben wir das vierte Mal abgeschlossen, ein seltenes Goldpack untradable bekommen wir hier. Und zwar diese Tages-SBC sozusagen, wenn wir dann sagen wollen. Und haben wir sonst noch irgendwas hier? Live, nein. Neues, nein. Meilenstein, nein. Grundlagen, nein. Und im Live auch nichts Neues. Ne? Man muss immer doppelt jetzt checken bei den ganzen Sachen, weil so viele Sachen rauskommen, man kann es quasi gar nicht zusammenfassen. So, guck mal hier auch kurz rein, und zwar in den Store. Denkt daran, zwischenzeitlich ist auch heute tagsüber wieder 30 Münzen weggekommen, 10 Münzen weggekommen. Geht mal in regelmäßigen Abständen, vielleicht alle 2 Stunden beispielsweise, rein und guckt, ob hier 10 Münzen bzw. 30 Münzen Pack ist. Ist heute mehrfach schon tatsächlich veröffentlicht worden. Also da bitte nicht vergessen, über die Handy-App das mal abzuchecken. Ach, guck mal, hier ist es sogar jetzt bei allgemeine Limits.
Wait, why? Why? War es nicht gestern noch in den Promo-Packs? Seht ihr mal, Freunde. Es lohnt sich immer mal zu gucken. 30 Münzen-Pack gönnt uns... Wenn das jetzt schon wieder eine... Ich ziehe aus diesen Packs immer Frauen aus der Major League Soccer. Und das ist jetzt ernst gemeint. Das ist jetzt wirklich maximal ernst gemeint. Und hier gehen wir jetzt, glaube ich, gerade kurz in eine SBC rein. Okay, waren doch einige tradable. Können wir zurückgehen in den Store und uns jetzt mal hier um diese folgenden Packs kümmern. Also, tradable, ein seltenes Goldpack. Fangen wir damit mal an. Mal schauen, ob wir was ziehen können, bevor wir gleich zum Mini-Release kommen. Zu den Upgrades, es ist so zu viel zu tun. Du kommst nicht hinterher. So, hier jetzt Christensen mit irgendwas anderem. Nicht wirklich, aber auf die Transferliste, rein in den Verein. Primo Goldpack, drei seltene da am Start. Come on. Nein, können wir skippen. Den sieht man auch relativ häufig. Ach, Ryerson Anchor ist mit dabei. Ist okay, das Pack. Cristante ab auf die Transferliste. Nächstes Pack. Oh, der Shop wird jetzt wieder so lange. Goldpack. Machen wir das Skip-Pack. Spain. Gleich. Prieto. Ist er tradable? Ist sogar das Tornetz, kann discarded werden. Auch das für ein Goldpack. Ernsthaft ganz gut sogar. Jumbo Pack. Oh. Oh. Yes. Nein. Das zweite Mal, Freunde. Let's go. Da ist der Team of the Week. Gut, dass wir ihn abgegeben haben. Giroux ist am Start. Haben wir ihn abgegeben? Ich meine, wir haben ihn in der SBC abgegeben. Bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. Ja, perfekt. 84er. Giroux ist dabei. Team of the Week. Shadow ist auch dabei. Come on, ey. Was ist denn los? Gnabry und Romarinho. Ja, komm. Den können wir jetzt aufgrund des Team of the Weeks können wir das verkraften. Sonst natürlich No Man Left Behind. Ich habe es euch gestern gesagt. Könnt ihr natürlich auch sehr gerne machen. So, Spanien wieder. Können wir wieder skippen. RM. Ach ja. Nur 4 Duplikate. Sieht man auch mal gerne. Aber ich glaube, auch der Großteil ist hier wieder untrade. Na, fast 50-50. Und next one gönnt seltenes Goldpack. Also man kann natürlich jetzt reingehen in den nächsten, beispielsweise den nächsten Player-Pick. Ich habe es eben gezeigt. 15 da zur Auswahl am Start beispielsweise. Also da könnt ihr dann natürlich dann auch schauen, ja, wie ihr lustig seid, Bock habt. Ich mache es jetzt hier fürs Video einfach, dass wir hier schnell durchkommen mit den Packs und gleich zu den Upgrades kommen. Und dass das Video einfach nicht zu lange wird. 82x2 jetzt hier am Start. Mit wie viel Spanier wollen wir heute noch ziehen? Aber es wird Parejo. Jetzt habe ich auch geskippt. War auch nur ein Walkout. Da kümmere ich sogar tradable. Kümmere ich mich dann gleich drum um die zwei Leute. So, also guckt hier 30 Münzen Pack, 10 Münzen Pack und natürlich, wir nehmen es gerade mit, noch das Preview Pack nicht zu vergessen. Auch das sehr, sehr gerne öffnen. Da ziehen wir again. Eine Frau, ich glaube, die hatte sogar 83er Rating, oder? Könnte sogar. Ah, wenn jetzt noch die passende oder noch ein passender Re-SBC kommt, noch interessant werden, das Pack. Aber lassen wir es erstmal außen vor, Freunde, und machen weiter mit folgendem. Und zwar der SBC-Überblick für euch. Also, ein absolutes Muss auf jeden Fall, Black Friday Challenge 2. Base-Icon-Upgrade schauen wir uns gleich an. Ist hier jetzt noch 40-50 geratet, 260, 270k Stand jetzt. Dann die 80 plus Doppel-Upgrade, eine weitere Upgrade-SBC. 70% Daumen hoch, würde ich erstmal grundsätzlich Daumen hoch mitgeben. Gut, dass sie da sind. Was ich aber richtig geil finde und nice sehr finde, ist persönlich die 78 plus Player-Pick-SBC. Oscar, absurd, da gehen beide hoch, Daumen hoch für mich. Oscar auf jeden Fall eine wilde Nummer. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ein 82er Greater Squad ist. Hätte ich zum Beispiel jetzt eben mein 84er Gnabry dafür beispielsweise nutzen können. Dann aber der Pi, ja, der sieht jetzt noch, jetzt geht es jetzt so Richtung 300k. Ich habe jetzt 250k, habe ich jetzt so geschätzt, mal grob. Aber schwierig. Also, ich könnte mir jetzt tatsächlich auch vorstellen, wenn die Thunderstruck Promi um ist. Und einfach mal dieser massive Hype jetzt in Nest, also ich meine, das ist ja innerhalb von so kurzer Zeit so viel, ne, an Content gekommen, dass wenn der Hype ein bisschen down ist und vielleicht dann der ein oder andere Marktcrash nochmal um die Ecke kommt, dass sich da auch der Preis natürlich definitiv anpasst, ja. Genau. Aber grundsätzlich gucken wir uns den natürlich gleich an.
So, jetzt nochmal kurz vorweg. Wir haben das am Start und jetzt hier für euch als Information. Mangala kommt ebenfalls aus Flashback. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch morgen wieder 19 Uhr, 20 Uhr beispielsweise als 23 Stunden Flashback SBC kommt. Könnte ich mir vorstellen, sogar sehr, sehr gut. Dann haben wir nochmal zusammengefasst die neue Evolution-Geschichte. Ja, die ist halt teuer. Die Frage ist, wollt ihr upgraden? Beispielsweise, wenn ihr jetzt Boniface-Fan seid, ja, und den ihr upgraden wollt, ja, warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Hier jetzt auf jeden Fall die neue Loading-Screens, gucken wir uns gleich auch an. Garcias und Co., die jeweiligen Upgrades natürlich vom Mini-Release. Und dann gehe ich mal gerade, einfach aus reinem Interesse, und zwar mit euch hier zu den Evolutions, weil ich mir sehr gerne, okay, ich habe es noch nicht am Start. Das ist tatsächlich ein bisschen weird, das heißt, wir gehen hier einmal zurück, weil ich mir jetzt sehr gerne, einfach aus Interesse, gerade mal Boniface anschauen würde, wenn das Ganze denn lädt. Machen wir mal kurz nebenbei auf. Also, Depay, Ansu Fati, Oscar, Gomez, Garcias. Okay, hier lädt wieder gar nichts, Freunde der Sonne. Es lädt wirklich gerade gar nichts. Come on! Footbin, was mit euren Servern los? So, Freunde, da ist doch ein Boniface, den können wir auf die 86 dann pushen. Und hier jetzt mal als Beispiel, ja, was ist hier der grundsätzliche Vorteil? Ich meine, ihr wisst, Boniface, 3 Sterne, 3 Sterne, das wisst ihr natürlich sowieso. Wir haben 5 Sterne Schutz-Upgrades, was big ist, 3 Pace, 2 Passen, 2 Dribbling und die 3er Physis. Und wenn wir ihn dann eben auch reinknallen, wenn das Ganze dann hier lädt, haben wir eben auch die 3 Sterne, 4 Sterne. Bei so einer Karte beispielsweise ist das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wild. Aber wie gesagt, Power Shooter, falls ihr da Bock habt auf ein separates Video habt, dann werden wir das morgen gerne als drittes Video, werde ich es irgendwo zwischenpacken, sozusagen noch uploaden. So. Verlegen wir wieder den Fokus, und zwar jetzt hier auf Memphis Depay. 5 Sterne, 3 Sterne, habe ich schon erwähnt. Upgrade, ja. Und wir dürfen, wie gesagt, nicht vergessen, es ist eine Live-Card. Heading Accuracy plus 7. 5 Sterne, 3 Sterne. Es gibt viele Depay-Fans, aber jetzt über 300.000 schon. Boah, ist schon heftig. Also der Preis ist schon krass. Da gibt's nichts. Dann schauen wir auf die nächste Live-Card, und zwar Ansu Fati. Jetzt in Packs als 85er geratet. Und, wenn ich es richtig sehe, ja, Playstyle plus haben wir da am Start. Ist das der Trickster gewesen? Da haben wir ihn tatsächlich am Start. Der Trickster am Start mit 4 weiteren Playstyles. 300.000 soll er kosten. Und das Upgrade sieht 6 Pace, 7 Schuss, 7 Passen, 7 Dribbling, 8 Def und eine 8er Physis. Und natürlich potenzielle weitere Upgrades vor. Das sieht sympathisch aus. Also das schreit für mich gerade aktuell definitiv alles nach einem Dead Eye. Und insofern sieht das dann auch schon nach einer richtig guten Karte aus. Passt, Pace ist da, Dribbling, Passen und Schießen, machst du denn das Upgrade drauf. Und dann ist das schon jetzt eine sehr, sehr gute Karte. Oscar mit den 8 Sternen insgesamt, wie gesagt, muss. Also das ist ein Muss und damit könnt ihr keinen Fehler machen. Damit könnt ihr keine Fehler machen, Freunde. Ob er ihn dann nur mit Fanscore zockt oder whatever, es ist einfach Legende. Ja, es ist Nostalgie pur, eine Oscar-Karte da am Start zu haben. Warum nicht? Gomez bei 75.000. Oh, da bin ich jetzt aber mal sehr gespannt, woran das liegt. Okay. 8 Reactions, ich meine, stimmt, Liverpool hat vorhin 1-1 gespielt schon, ne? Also quasi keinen, nicht den ersten Sieg eingefahren in dem Ligaspiel. Oder zählt es noch nicht bei denen dazu, weil sie quasi nicht dabei sind? Aber im Endeffekt müsste es dazu zählen. Interesting. Interesting Move. Aber, ich meine, Real Talk, Gomez immer mit dabei. Ich meine, jetzt kommen wir schon langsam, aber sicher, wir sind jetzt am 25.11. zu der Thematik, neuer IV, wie viele IVs haben wir als Alternative und so weiter und so fort. Damit will ich aber jetzt groß gar nicht anfangen. Wir nehmen einfach ihn mal mit. 86er Reactions könnte interessant werden mit dem weiteren Upgrade. Und ganz ehrlich, so schlecht sieht er nicht aus. Dann haben wir Iker Garcias als weitere Trailblazer, würde ich schon sagen. Thunderstruck Icon am Start mit dem ganz normalen Upgrade. Okay, nehmen wir mit. Dann haben wir noch Little. Oh krass, die hat 88 Base. Und wenn sie den Upgrade kriegt auf die 90 hoch, möglich. Möglich. Könnte möglich sein. Da frage ich mich jetzt gerade, aber das wäre ja eigentlich nur sinnvoll. Das ist natürlich jetzt auf das Frauenteam von Arsenal thematisiert, die Karten, oder? Müsste doch. Zygankov dann am Start.
Das ist auch eine typische Deadeye-Karte, wenn wir ehrlich sind. Oder sagen wir, Deadeye ist möglich. Ihr könnt jetzt, keine Ahnung, auch andere drauf machen. Je nachdem, wer lustig seid. Vier Stände ist nice. Und ja, generell einfach mitnehmen, Freunde. Es sind so viele Special-Karten jetzt in Packs. Man kann es kaum glauben. Also insgesamt jetzt, wie gesagt, 5 weitere da am Start. Weitere SBCs, weitere Upgrades. Oh, ich freue mich morgen so auf das Crafting-Video von euch, Freunde. Und ich bin mir sicher, da kommt mindestens einer definitiv um die Ecke. Also anders kann es ja nicht sein, auch wenn das jetzt in Anführungsstrichen nur SBC-Futter ist. Aber man freut sich einfach über eine Probokarte. Und die Chancen werden definitiv nicht weniger, wenn es... Es könnte ja sein, wenn es wirklich morgen auch so weitergeht, ja? Mit einem Mini-Release, mit einem weiteren Mini-Release, warum nicht? Lass uns mal reingehen in die Upgrades, mal gucken, was die so können. Und ja, schauen wir mal. So, Freunde, dann schauen wir mal rein, was die neue Player-Pick-Geschichte 78 plus Player-Pick so können kann. Oder... ja, gönnen und kann, so rum. Und insgesamt haben wir jetzt hier erstmal 20 Stück am Start. Wir fangen an mit dem 83er Hummels, SBC-Futter. Können wir sogar mit arbeiten, sagen wir es mal so. Dann haben wir Verwandtes mit, kein Duplikat, können wir auch in der Puzzle-SBC definitiv verwenden. 84er Koke, SBC-Futter, okay. Nächster 78 plus Player-Pick. Oh, Mappy Leon, 89er. Let's go. Das ist mal SBC-Futter, was ich sehe. Ich wollte schon sagen, Ericsson 83er, die nächste, aber 89er direkt jetzt hier nach 4. Oh, das ist sehr gut. Meret 83er. Also bis jetzt haben sie alle gegönnt eigentlich. Den 79er Pflicht rausgenommen, der nächste Walkout. Was ist bei denen los? Ich hab's euch gesagt, die sind OP. Ich hab's euch gesagt, Friends. Alter Falter. Das hat's ja jetzt schon gelohnt. Das hat's ja letzt schon gelohnt. Ich meine, ihr müsst nicht direkt 20 Stück hintereinander machen. Ihr könnt auch erstmal 5 machen. Also immer mit 5er-Paketen. 5, 5, 5, 5, 5. Dass ihr, wenn ihr dann Duplikate habt, natürlich die dann auch erstmal in SBCs nutzen könnt. Aber hier, 84er und 83er. Das ist fast ein 83 plus Player Pick, Freunde. Das ist gut. Selbst hier 381er. Das ist Rating. Zweite Seite. Gehen wir dahin. Ey, ganz ehrlich, Freunde, da gibt es wenig zu meckern. Also, wie gesagt, egal was jetzt eigentlich noch kommt, hat sich ja jetzt schon gelohnt. Die ist wirklich günstig, 5 Spiele abzugeben. Da kann man definitiv nicht meckern. Alvarez nimmt er jetzt hier mit. Und damit dann auch wieder liegen SBC Grind, It's Crafting, Neville dabei, sehr nice, 84er Graded Karte. Come on. Was? 85er Sauerbrunn. Sauerbrunn. Sehr wilde Nummer. Sehr wilde Nummer. Komm, noch ein Walkout. Aus den 4. Oh, Simakar. Der ex-FC Pro Live-Spieler. Nach Leno. Da war mal der Skip am Start. Pau Torres, 83er, auch okay. Und 84er. Also, damit könnt ihr jetzt beispielsweise direkt schon mal Oscar machen, ja? Und dann bleiben immer noch übelst viel übrig. Aber mit dem ganzen Low-Rated 80, 81, sowas in die Richtung. Ja, perfekt, auch 85er Deli. Also ganz ehrlich, das ist top. Guck mal, kein einziges Duplikat. Mega, ja. 20 Player-Picks, 80 plus Player-Pick-Geschichte. Auf jeden Fall schon mal ein maximaler Win. Ja, Freunde, und dann stellt sich jetzt die Frage, wie sieht's aus mit dem Basis-Icon-Profi-Pack? Die SBC ist neu. Und was habe ich eben gesagt? Preismäßig gesehen sind wir bei Roundabout. Oh, Holland. Wait. Seedorf. Okay. Preislich? Es ist witzig, dass wir... Es ist echt witzig, dass wir jetzt halt direkt wieder... Oh nein, du hast ihn schon als Duplikat. Gut, dann ist echt bodenlos. 66.000 Münzen. Oh, die Höchststrafe. Das ist natürlich die Höchststrafe von allem. Oh, das tut mir leid. Das tut mir natürlich extrem leid. 280k kostet die SBC. An sich schon dickes L, aber so, das ist wie ich damals mit Pires, das ist halt heftig böse. Boah, direkt schon mal reinpacken in den nächsten Squad, so sieht's aus. Aus Prinzip. So, Freunde, jetzt haben wir am Start 13 mal die 80 Doppel-Upgrade SBC am Start, ja. Und wir fangen an mit Brozovic und Isak und dann nochmal ein weiteres Icon-Pack, was am Start ist. Bei dem Account, wo wir eben waren übrigens, er hat sehr, 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 sehr viele Basis-Icons.
Insofern die Wahrscheinlichkeit, ein Duplikat zu ziehen, war tatsächlich sehr, sehr hoch. Ich habe jetzt gerade mal eben seinen Squad durchgeschaut oder seinen Verein. Man sah ja, was hat er schon für Basis-Icons. Also insofern, wenn ihr natürlich schon zu viele Base-Icons habt, Freunde, dann lasst lieber die Finger davon weg und erfreut euch jetzt an den neuen Icons, an den Thunderstruck-Icons. Oh, nein, das ist Info, oder? Hey, komm. Nein, es ist Thunderstruck, es ist Joey Linton. Oh mein Gott, Freunde, ich rede gerade von, ich dachte gerade Real Talk im ersten Moment, es wäre wieder ein Icon, wo ich gerade hier von den Icons am Quatschen war. Gerade auf den Screen am Schauen und wir ziehen hier einfach Joey Linton. Und Freunde, was soll ich sagen? Wir haben gerade die 78 plus Player Picks immer durchgegangen. Jetzt werden wir die 80 mal 2er durchgehen. Und wir haben, welches Pack war das jetzt? Das zweite, das dritte? Ich müsste nachher nochmal schauen in der Aufnahme. Aber, oh. Na gut, stimmt. Die sind alle als Special-Karten draußen. Diani, Stürmer Mbappé. Es wird Lacazette und Andano. Ah, das ist doch ein big win. Big win. Auch da jetzt wieder. Egal, was aus den nächsten, sag mal, 10 Packs jetzt kommt. Jetzt vielleicht noch 9 oder 8. Wieder Frankreich. Dies war IV. Gut, da haben wir natürlich auch eine gute Karte am Start. Mit Varane beispielsweise, der eine Option ist. Konaté jetzt hier in dem Fall. Und Gomez, wie gesagt, seit heute neu am Start. Den hätten wir jetzt hier von Liverpool lieber gesehen. Aber es ist so ein Ding, ich werde es auch morgen auch im Crafting-Video zeigen. Wenn ihr euch ranhaltet, Freunde, dann wird es früher oder später passieren. Ja, ich werde euch da morgen, wie gesagt, in dem Video auf jeden Fall definitiv weiterhelfen, dem einen oder anderen. Und ja, gerade für den Sonntag dann mal hinsetzen, ein paar Stunden investieren. Ohne investieren geht es ja nicht, ne? Und ja, wenn ich die ganzen Packs zum Beispiel auch nicht aufgespart hätte zum Black Friday, hätte ich auch keinen Golf gezogen. Also, wie gesagt, von nichts kommt nichts. Ihr müsst die Packs natürlich dann auch ansparen. Aber ich werde euch da morgen auf jeden Fall schon wieder. Ja, jetzt aber. Hier back to back hier fast. Lacazette oder was? Nee, Lissom her. Okay, zum Glück eine andere. Ich werde euch da morgen Step für Step durchführen, wie ihr quasi Wins at Repeat immer und immer weiter Packs öffnen könnt. Und ich glaube, dann werde ich euch einen guten Tipp geben, auch langfristig gesehen, bei weiteren Promos, wie ihr da auf jeden Fall gut durchkommt. So, jetzt sehen wir hier auf jeden Fall erstmal Quara mit, Quara mit Donner. Das ist auch wieder ein gutes Futterpack, sogar 83er Greenwood. Damit kann man auch als SBC-Futter arbeiten, why not? 5 weitere zu gehen, davon ein Base-Icon-Pack und da bin ich mal sehr gespannt. Ey, was ist denn mit den Franzosen los? Wollt ihr... Ey... Wenn da gleich eine französische Icon drin ist, ne, dann muss ich los. Dann muss ich ganz dringend los. So. Wer kommt noch um die Ecke? Italia, Rechtsverteidiger. Ich guck mal gerade, ob wir hier tatsächlich von den einen Überblick haben. Von den Besten der Besten. Es lädt halt hier bei Football überhaupt nichts gerade. Oh? Wieder Italien. ZM, komm. Verratti. Es wird Caruso und Lamella. Ja, es lädt hier gerade gar nichts bei Football wieder. Die Server sind wieder so lost. Dann machen wir es so. Frankreich, ZOM. Also auf jeden Fall können wir schon mal festhalten, wieder Lyonnais. Schon auf jeden Fall können wir festhalten, dass viele Franzosen auf jeden Fall in den Packs anscheinend drin sind. Die sich da drin verstecken. Das ist ja Wahnsinn. Und... Nächstes Basis-Icon. Wir gehen gleich hier noch in ein weiteres Basis-Icon-Pack, Friends. Aber jetzt das zweite. England. ZM. Lampard. Also ganz ehrlich, Friends. Oh, es ist Goals. Aber der ist auch nicht besser vom Preis. Alle so bei 70, bei 60k, 66k. So, Freunde, und damit gehen wir in das dritte. Alle guten Dinge sind drei. Spanien wollte ich schon sagen. Schweden. Stürmer, da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt auf den Preis von ihm, von Larsson. Ich glaube, wir können festhalten, lieber in die Upgrades gehen, auch wieder 65.000 Münzen. Also das auf jeden Fall zu den Eigenpaids, zu den Upgrades, zu den ganzen Sachen, die heute neu rausgekommen sind. Falls ihr das Mittagvideo hier einmal sehen wollt, von heute Mittag mit den Evolutions, dann geht gerne hier oben in das Video rein. Und wenn ihr schon mal wissen wollt, wie das mit dem Craften funktioniert, da erkläre ich euch schon mal Step für Step, wie das hundertprozentig funktionieren kann.
dann in das untere Video hier bitte sehr, sehr gerne gehen. Also viel Spaß bei den weiteren Videos jetzt hier, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt. Und sonst sehen wir uns natürlich wie immer morgen wieder. Ich bin jeden Tag für euch am Start. Lasst Liebe da. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Hatschi Gaming. Ciao, Leute.